Ich habe das Thema aufgebracht, Proteste in Deutschland. Ich prophezei nicht, dass es einen Protestwinter geben wird. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn die Proteste im Winter zunehmen. Wichtig ist, dass man nicht nur die Oberfläche des Geschehens ansieht, sondern begreift, wie sich das nun seit etlichen Jahren aufschichtet. Denken wir zurück an die Unzufriedenheit oder besser gesagt an die Sorgen vieler Deutschen ob der deutschen Rolle in der Euro-Rettungspolitik. Übernahme von Bürgschaften, Garantien für dieses und jenes. Nach der Eurozonenpolitik kommt dann die große Migrationspolitik. Wir schaffen das. Und es ist unmöglich, eine Obergrenze von etwa 200.000 Leuten pro Jahr, die wir aufnehmen, einzuführen. Inzwischen haben wir 200.000 Asylbewerber heuer und dazu wohl 1,1 Millionen Ukrainer. Wir schaffen das doch alle. Und dann kommen Briefe von Landräten und fragt sich der Bürger, ob wir das wirklich schaffen. Dann kommt obendrauf auch noch die Verteuerung der Energie und die deutsche Haltung im Ukraine-Krieg, beziehungsweise korrekter im Krieg Russlands gegen die Ukraine. An dieser Stelle fragen sich viele Bürger, weiß die Politik eigentlich, was sie tut? Ist es wirklich wohl überlegt, Atomkraftwerke abzuschalten, wenn man anschließend ein stabiles Netz haben will, wo es ja eine bestimmte Grundlastversorgung braucht, die eben durch die flüchtigen oder die unsteten Energien, Wind und Sonne nicht erzeugt werden. Kurzum, die Bürger fragen sich, weiß die Politik, was sie tut? Deswegen wurde dann immer wieder protestiert. Diese Protestbewegungen haben sich aufeinander aufgeschichtet. Es gibt zum Teil personelle Kontinuitäten und immer mehr Leute kamen dazu. Und es zeigt sich, dass die alte Strategie, die von Politik und Medien gefahren worden ist, weniger und weniger verfängt. Als wir die Eurozonenkritik hatten, da war das Argument, wer nicht begreift, dass der Euro Europa zusammenhält und den Frieden sichert, ist ein Europafeind, ein Europagegner. Und was sind Europagegner? Nationalisten. Als die Migrationskritik kam, da war die Aussage die, gegen eine bunte Gesellschaft können nur Rassisten etwas haben. Also grenzt man sie aus. Als dann die Proteste gegen die Corona-Politik kommen, da waren es Extremisten, die demokratische Politik nicht akzeptieren wollen. Das heißt, der Staat ist allmählich hilflos in Bezug auf diesen Bürgerprotest. Die alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Das merken die Bürger wiederum und so sind wir in einer aufschaukelnden Spirale und wir alle warten darauf, dass wir einen Weg finden, diese Spirale irgendwann zu durchbrechen. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also man sieht immer mehr, wenn jemand gegen das Narrativ spricht, wenn jemand Kritik äußert, dass man immer mehr diffamiert wird, stigmatisiert wird, gebrandmarkt wird, dass man irgendwie in irgendeine Schublade gesteckt wird, um nicht auf die Argumente einzugehen, weil man vielleicht auch keine Gegenargumente hat. Man wird persönlich angegriffen, weil man dann sich der Argumentation nicht hingeben muss. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung für die Debattenkultur und für unseren Diskurs, den wir eigentlich brauchen. Und den gibt es nicht mehr. Sie haben vollkommen recht, sobald man irgendwie wagt, was zu kritisieren, wird man sofort diffamiert. Und das ist daran krankt unsere komplette Gesellschaft. Und bei Corona war es ganz besonders deutlich. Aber Herr Friedrich, deutlich. Sie nehmen ja auch selten ein Blatt vor den Mund. Ja. Bis nie, würde ich sagen. Ich folge Ihnen ja auch auf Twitter. Dementsprechend ist mir sehr sympathisch. Aber dementsprechend die Frage, erleben Sie das auch persönlich, dieses diffamiert werden oder absolut, auch, dass Sie etwas dadurch auch verlieren? Ja, jeden Tag. Also durch meine Grundhaltung, dass ich halt von Anfang an skeptisch war, zum Beispiel bei den Corona-Maßnahmen oder bei den Euro-Rettungsmaßnahmen, habe ich natürlich sehr viel Gegenwind bekommen, teilweise auch Shitstorms. Und meistens war es aber nicht fundierte Gegenargumente, sondern es war immer eigentlich nur eine Art Stigmatisierung. Ne? Nach dem Motto, redet nicht mit dem, weil und so weiter. Also dann hat man irgendwie versucht, jemanden in irgendeine Schublade zu stecken. Und daran krankt unsere komplette Debattenkultur seit Dazu Jahren. Dazu würde ja passen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Gerne. Dementsprechend, aber Sie stört der Ton. Nein, Frau Brockhaus, ich bin absolut offen für eine konstruktive, pluralistische Gesellschaft und für den Austausch und für Kritik und für konstruktive Kritik. Aber fundiert und nicht irgendwie unter der Gürtellinie oder persönlich diffamierend, nur nach dem Motto, wenn wir denen jetzt irgendwie sagen, das ist ein Schwurbler oder irgendwie ein Querdenker, dann muss man erst gar nicht auf die Argumentation eingehen. Das ist zu einfach und das sehen wir seit Jahren. Es hat angefangen mit der Euro-Krise, whatever it takes damals. Und als ich gesagt habe, Leute, das ist ein Riesenproblem, das geht nicht, wurde ich hart angegriffen. Genauso als auch während der Corona-Krise. Aber wurden Sie auch praktisch diffamiert oder ist es glücklicherweise ja nur im Netz und da wird Ihnen vorgeworfen, Sie sind Schwurbler? Trotzdem. Also wenn Sie Wikipedia lesen oder so, dann ist man sofort irgendwie eher rechts einzuordnen, was ich wahrlich nicht bin. Und das ist schon ein Brandmarkt, weil viele googeln halt erstmal und gucken, aha, Frau Brockhaus, und dann guckt man halt, was macht ihr denn eigentlich so? Und dann kommt man halt irgendwann auf Wikipedia. Und das ist schon eine Stigmatisierung, finde ich, der Menschen und es geht so nicht. Wir müssen Brücken bauen, wir müssen miteinander reden. Das ist ja die Macht, die die Menschen haben, dass wir kommunizieren können miteinander und dass wir auch andere Meinungen aktivieren
akzeptieren. Und wir hatten ja auch recht, wir hatten ja auch mit vielen Punkten recht bei der Eurokrise, mit der Inflation oder auch bei Corona. Die ganze Wahrheit bricht sich ja gerade ihren Weg. Sachen, die wir vor allem nicht sagen durften, da wären wir gecancelt worden auf YouTube, dürfen wir jetzt sagen. Wir wurden mit Viertel nach acht noch nie auf YouTube gecancelt und hier wurde alles auf den Tisch gebracht, muss ich sagen. Stimmt. Also dementsprechend muss ich sagen, ich lebe hier im Reich der Meinungsfreiheit, aber ich stimme natürlich zu, dass es da Probleme gibt mit Kritikern, die diffamiert werden. Wie ist es denn bei dir, Sebastian? Du wirst wahrscheinlich nicht diffamiert. Du bist doch, ja natürlich. Auch, natürlich. Auch. Also wenn man auch alleine mal das Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gibt wieder irgendwo einen... Du wirkst einen, so seriös und nett, der Schwiegersohn von nebenan, dass du diffamiert werden kannst. Anders. Naja, also wenn alleine, stell dir vor, Messerattacke, so etwas. Und dann teilst du bei Facebook einen Text und schreibst darüber, das ist ja schrecklich, was da passiert ist. So, was passiert dann? Dann kommen gleich Leute, Mensch, warum interessiert dich das denn überhaupt? Und so immer so verhörende Ton, von wegen, du bist ja rechts und so. Da kommen keine Gegenargumente, wenn ich auch sage, vielleicht muss man tatsächlich auch für die Migrationspolitik in der Tat daraus auch seine Ableitung treffen und sagen kann, das ist schon ein Problem, wenn Menschen aus sehr brutalisierten Gesellschaften in großer Zahl kommen. Aber da kommt dann die Moralkeule direkt. Genau, da kommt eine solche Keule. Menschen wenden sich ab, entfreuten einen, sagen, ach, der ist jetzt hier irgendwie rechts und so. Das ist keine Diskussionskultur. Wir müssen den anderen wieder achten. Wir müssen inhaltlich diskutieren, genau. Wir müssen innerlich gegenhalten und nicht sagen, das ist ein gefährlicher Spinner. Aber was hat man in der Realität zu befürchten? Die Frage gerne an Sie beide, an Sie drei. Was hat man in der Realität zu befürchten? Also Twitter-Shitstorms kenne ich zu Genüge. Ja. Ich habe da auch den Namen Maskennäher, weil ich immer gegen die Maskenpflicht war. Das akzeptiere ich auch. Das, genau. Das stufe ich aber unter Gegenwind ein. Ja. Das, finde ich, gehört zur Meinungsfreiheit dazu. Ich kritisiere ja andauernd, man soll mich auch kritisieren. Hass ist zwar nicht gut, aber ich nehme das hin. Ist es denn in der Realität so, dass Sie Probleme haben, ja, wo Sie sagen, es geht weiter? Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich Freunde verloren. Wirklich, ja, okay, wo ich dachte, es wären gute Freunde. Ich auch. Absolut scheiße. Ja. Selbst, ja? Selbst ja, innerhalb der Familie gibt es eine Spaltung, dass ich nicht mehr auf Feste eingeladen wurde oder so, weil ich eine starke Meinung vertrete. Und natürlich habe ich auch also wirtschaftlich Probleme gehabt, dass Kunden sich von mir abgewendet haben oder dass ich böse Briefe bekomme oder sogar sehr böse E-Mails teilweise mit Drohungen. Und das ist dann schon, wo ich sage, okay, hier ist auch wieder eine Grenze überschritten, aber ich spüre das oft oder dass ich auch angesprochen werde im Zug nach Berlin oder so nach dem Motto, ach, Sie sind doch der gegen den Euro ist und Sie sind doch jetzt irgendwie ein Eurohasser und Nationalist und so Späße. Also völlig absurd, ne? Irgendwas aufgeschnappt, irgendwie nicht wirklich verarbeitet und einfach nur rausposaunt. Und das ist das Schlimme eigentlich. Sobald man irgendwie versucht, mal mit Daten, Fakten zu argumentieren, dann bekommt man gleich massiven Gegenwind, aber ohne Gegenargumente. Und das stört mich am allermeisten, diese Diffamierung. Sie kennen das auch, Frau Schüller. Selbstverständlich. Und das ist genau das Problem. Man muss Fakten auch auf den Tisch bringen können, wenn sie anderen nicht passen. Wir erleben das oft genug in der Unstatistik, der Kolumne, bei der ich mitschreibe, wo wir einmal im Monat eine schlechte Statistik auseinandernehmen. Wenn wir schreiben, dass die Impfwirkung von 90% nicht heißt, dass 90% der Menschen geschützt sind vor Corona, kriegen wir Gegenwind, wir würden die Menschen vom Impfen abhalten. Wenn wir schreiben, die Korrelation zwischen Impfungen und Übersterblichkeit ist falsch, ist statistisch falsch, kriegen wir Gegenwind von der anderen Seite. Als ich im August 2020 von einem Kollegen von Ihnen Bild am Sonntag gefragt wurde, ja, wo geht es denn hin mit den Fallzahlen bis Herbst, habe ich gesagt, ja, okay, irgendwo 5.000 bis 20.000. Kam die Schlagzeile, diese Statistikerin sagt, wir hätten bis zu 20.000 Fälle im Herbst. Was ich an E-Mails bekommen habe, Panikmache und so weiter, also am Ende einfach nur noch ungesehen gelöscht, dann hatten wir 20.000 Fälle im Herbst. Auf einmal hieß es, das ist die Statistikerin, die 20.000 Fälle vorhergesehen hat. Ja? Aber man muss solche Fakten einfach auf den Tisch bringen. Das ist Mathematik, das sind Daten, man kann solche Dinge berechnen, ohne dass man wahlweise als Verharmloser oder als Panikmacher beschimpft wird.